Düngemittel mit dem Abbau nach gelagert werden kann oder auch einfach Brennstoff und Diesel. Diese Schiffe sind auch bei Reifen nach dem ausgestattet. Und ganz wichtig ist, findet sich eine Besonderheit bei dieser Schiffsklasse. Das ist die sogenannte Heckrolle. Das ist eine riesige Stahlzylinder, der drehbar aufgehängt ist, wie eine große Rolle. Und damit ist es dann möglich, schwere Geräte, wie zum Beispiel die Achter der Bauplattform oder aber die Pipelines oder das Unterseekabel dort an Deck zu ziehen, ohne dass der Schiff. Über 1,5 Meter zu brechen und um dabei eben selber verbunden zu werden, ist das Schiff im Luftbereich, wo also das Eis durchfährt, mit nochmal extra zusätzlich 32 mm Stahlplatten verstärkt. Das ist schon ganz ordentlich, wenn man bedenkt, die normalen Schiffstähle ist gerade mal halb so viel und dann kommt dann eben einfach nochmal oben drauf dazu. Ja, Sie sehen noch einen weiteren Flatverband jetzt auf dem Wasser. Vorneweg ein etwas älterer Flapper mit schwarzem Rumpf und dem weißen Aufbau. Hinten dran ein Kymo, ein Küstenmotorschiff. Hier dieser Frachter mit dem blauen Rumpf und dem gelb-beigen Aufbau. Dieser Frachter ist manövrierfähig, hat einen Maschinenschaden und ist damit darauf angewiesen, eben geschleppt zu werden, entweder zum Heimathafen in die Werft oder aber wenn die Ladung noch an Bord ist und für das Schiff ansonsten keine Befahrung steht, dann kann er auch einfach in den zum Ziel transportiert werden. Sie sehen einen Schlepper, die übereinander angeordneten weißen Laternen.
zeigen den Chipverband an. Bedeutet, zwischen diesem Chip und dem gesteppten Chip befindet sich irgendwo die Schleppleine. Dieses im Original kann schon mal Kilometer lang sein und hängt dabei auch einige Meter unter die Wasseroberfläche durch. Das heißt, man sieht die nicht auf Anhieb. Und hier ist ein niederländisches Boot der niederländischen Küstenrettung. Das ist die sogenannte KRNN. Der Ari hat mir gestern erzählt, was das ausgesprochen heißt. Das ist die königliche niederländische, ich habe es vergessen. Und die Gesellschaft ist dort im Nordseebereich und auf dem Altmeer unterwegs, um verletzte oder ein wassertreibende Person zu bergen und sich dort entsprechend Hilfeleistung zu stellen. Ein ähnliches Pendant haben wir in Deutschland auch. Dort ist es die Deutsche Gesellschaft für Rettungsflüchtlinge. Wir sehen das hier auf dem Wasser, ein verhältnismäßig kleines Boot. Das ist ein Boot der 10-Meter-Klasse. Alle diese Boote der Deutschen Gesellschaft für Rettungsflüchtlinge sind auf aller modernsten Stand der Technik. Sämtliche Boote sind absolut dicht und durchkentersicher. Und auch hier zusätzlichen Geräten ausgestattet, die es ermöglichen, auch im Wasser treibende Personen zu orten und zu bergen. Diese kleinen Rettungseinheiten werden in zweierlei Arten genutzt. Zum einen im küstennahen Bereich. Sie haben einen sehr geringen Tiefgang und können daher auch in der Nähe von Sandbänke oder halt direkt in Küstennähe fahren. Es gibt diese Boote aber auch noch als Tochterboot, die sind dann nahezu baugleich. Und werden auch großen Seen- und Rettungskreuzern eingesetzt. Diese Seen- und Rettungskreuzer sind um einiges größer, sind nochmal deutlich seetüchtiger und können damit dann auch bei schwerem Wasser rausfahren, wenn auch hoher See Hilfe benötigt wird. Und sofern das entsprechend dort flach wird oder Personen retten, die Deutsche Gesellschaft zu Rettungsflüchtlinge oder heutzutage sagen wir auch kurz die Seenotretter, das ist einfacher auszusprechen, ist eine vollständig aus Spenden finanzierte Gesellschaft. Abgesehen von dem Kapitän ist auch die Mannschaft auf all den Schiffen ehrenamtlich im Dienst. Das heißt, jeder, der gerettet wird oder Hilfe benötigt, kann sich bei uns auf jeden Fall darauf verlassen. Diese Jungs fahren raus, wenn alle anderen reinfahren. Und sie wollen noch nicht mal was dafür haben. Das ist ein, ja, eine sehr tolle Einrichtung bei uns. Wie gesagt, ausschließlich durch Spenden finanziert. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Investition.